Ja, hallo, grüße euch zum heutigen Video von Click and Smile Fotografie. Heute geht es um die Blende und die dazugehörige Schärfentiefe. Im letzten Video haben wir gesehen, wie Blende, ISO-Wert und Belichtungszeit sich auf die Helligkeit eines Bildes auswirken. Und heute sehen wir, wie die Blende sich auf das Gestalterische eines Bildes auswirkt. Das heißt, man kann da mit der Blende sehr viel beeinflussen. Was heißt Schärfentiefe? Nehmen wir an, wir haben einen Punkt im Bild, der scharf ist. Und die Schärfentiefe gibt einfach an oder stellt den Bereich dar, der vor und nach oder hinter dem Motiv unscharf oder scharf dargestellt wird und ab dem das Bild dann langsam per Übergang ins Unscharfe übergeht. Ich habe da ein Bild, drei Bilder vorbereitet, da sieht man es glaube ich am besten. Erstes Bild sehen wir hier. Ich habe jetzt bei alle drei Bilder eine 125. Sekunde als Belichtungszeit gewählt und die Helligkeit haben wir über den ISO-Wert dann jeweils angepasst. Erstes Bild Blende 8, ISO-Wert 5000. Man sieht, bei Blende 8 haben wir bei der mittleren der 5 Keilrahmenleisten rechts oben in der Ecke den schärfsten Punkt und je weiter nach vorne nach hinten oder nach hinten es geht, desto unschärfer wird das Ganze. Zweites Bild stellen wir die Blende auf 2,8, das heißt, es kommt mehr Bild rein. Die Schärfentiefe verringert sich, das heißt, wir haben einen kleineren Bereich, der scharf dargestellt wird. Den ISO-Wert müssen wir jetzt verringern, dadurch, dass bei Blende 2,8 im Vergleich zum ersten Bild und Blende 8 mehr Licht auf den Sensor kommt, müssen wir den ISO-Wert verringern auf 800, dann haben wir wieder die gleiche Helligkeit im Bild. Und bei Blende 2,8 sieht man jetzt, Schärfepunkt bleibt gleich, wieder scharf die mittlere Leiste und nach vorne und hinten wird es drastischer unscharf im Vergleich zum ersten Bild. Und in die andere Richtung machen wir das Ganze auch nochmal hoher Blendenwert. Wir nehmen jetzt Blende 14 und den ISO-Wert 16.000. Den ISO-Wert 16.000 brauchen wir jetzt, um das Bild wieder heller zu machen, weil bei Blende 14 die Blende geschlossener ist und weniger Licht durchkommt. Aber dafür wird der Schärfebereich wieder größer, die Schärfentiefe wird erhöht und man sieht schon, mittlere Leiste wieder scharf und nach vorne und hinten haben wir jetzt einen größeren Schärfebereich, das heißt, die fünfte und die erste Leiste werden jetzt viel schärfer dargestellt als beim ersten und vor allem als beim zweiten Bild, wo wir die Blende auf 2,8 gehabt haben und dadurch eine geringe Schärfentiefe gehabt haben. Jetzt legen wir die Bilder nochmal übereinander. Zum Vergleich Blende 8 ISO 5000, Blende 2,8 ISO 800 und Blende 14 ISO 16000. Ich hoffe, oder ich glaube, so hat man es ziemlich gut erkannt, wie die Blende auf die Schärfentiefe einwirkt. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Gemeinsam lernen wir fotografieren. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich oder würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht es gut, ich wünsche alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, für euch.